Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Beat Shop, Alter. So, der Alltag hat uns wieder. Es ist Montagmorgen. Ich habe tatsächlich hier meine Kinderbetreuung, weil ich im letzten Video angekündigt habe, so ein bisschen, dass es scheiße werden könnte, wenn man da Schwiegermutter bekommt. Nochmal danke. Auf jeden Fall sind wir wieder am Ackern jetzt. Es ist Montagmorgen. Gordon arbeitet wieder am Projekt. Justin ist gerade hier, hilft mir gerade noch ein bisschen mein Auto putzen. Der putzt gerade ein paar Autos, das Museum für mich. Und jetzt stehe ich natürlich jetzt hier und muss ja auch was machen. Ich brauche ja nicht drauf rumhocken. Und wir haben jetzt tatsächlich die tolle Aufgabe, das kann natürlich auch richtig scheiße werden, ich bin echt gespannt, unseren Roadtrip-LT, ihn hier, wieder zurechtzuflegen. Ja, was war das gewesen? Ihr habt ja gesehen, ich bin damit einen Roadtrip gefahren, über 3000 Kilometer, bin auch oft liegen geblieben, aber tatsächlich muss ich sagen, unterm Strich, liegen bleibt technisch, war es immer relativ schnell gefixt, was er hatte. Irgendwas mit Dieselleitung, war immer, irgendeine Dieselleitung war immer kaputt. Da hat der Voreigner halt ein bisschen gegurkt dran am Ding und ich habe das nicht gesehen und bin halt auf Fresse geflogen damit. War es ein Problem? Nein, geht so. Weil ja jede Reparatur hat 10 Minuten gedauert, die Karre lief wieder. Also nicht so mega dramatisch. War halt nur sehr oft. Und zum falschen Zeitpunkt. Auf jeden Fall, das Thema ist jetzt ja, das Ding steht jetzt hier doof rum. Es steht aktuell, eigentlich wird es liegen, weil Folgendes passiert ist. Hier auf dem Hof bin ich ja gefahren und ist mir das hier, da ist mir der unten am Querlenker das Endstück gebrochen. Zeige ich gleich. Hier. So können wir natürlich nicht mit dem Auto fahren. Brauchen wir nicht überreden. Das Auto ist so am Ende. Was ist passiert? Der Wagen hat ein Traggelenk. Ich zeige euch das. Ah, hier unten. Querlenker, Traggelenk. Für meinen Golf nur ein Groß. Übrigens habe ich Rechnungen gefunden bei dem Auto, bei den Dokumenten dabei, wo die ganze Scheiße mal neu gemacht wurde. Vor gar nicht mal so langer Zeit tatsächlich. Das ist schon ziemlich ein Ding. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass hier das Traggelenk gebrochen ist. Da ist es durch. Komplett. Wie ist das passiert? Seht ihr es auch nochmal hier vorne? Meine Theorie ist, ich habe nur eine Theorie, ich bin in Dortmund bei Marco raus auf der rechten Seite gefahren und bin einmal richtig fett zum Bordstein hochgebeugt, aus Versehen. Und ich glaube, dass das der Moment war, wo dieses Traggelenk, was eh schon Geräusche gemacht hat und eh schon ziemlich schlecht war, einen Hardcore-Zustand abgenommen hat hier in Italien, wahrscheinlich dann am Ende war. Das war dann der Tod für dieses Traggelenk. Ja, scheiße gelaufen. Jetzt stehen wir natürlich hier mit unseren Latein, haben das Ding hier so am rumoxidieren, können natürlich mit dem Auto nichts mehr anfangen, ist warum nicht überreden, und müssen das wieder reparieren. Und das machen wir heute. Wir bringen dieses Auto heute wieder auf die Straße. Natürlich nicht richtig, wir müssen noch viel mehr Reparaturen machen, damit der Wagen für das zuverlässig läuft. Aber wir machen heute erstmal die Arbeit, dass die Kiste so weit ist, dass man die wieder fahren kann. Ne? Weil es kann nicht sein, dass das Ding jetzt hier so doof rumliegt. So, was brauchen wir dafür? Werkzeug, ich hoffe mal, mein Werkzeugkasten reicht, wir müssen nicht so oft laufen. Dieser hier. Und wir brauchen Wagenheber, weil wir den Wagen gar nicht bewegen können. Wir müssen das alles hier auf dem Hof machen tatsächlich. Weil anders geht's nicht. Das ist scheiße, weil wir keine Pressluft haben. Wir haben ja keinen Schlagschrauber, nichts hier, aber müsste auch so gehen. Wir bauen den ganzen Kram auseinander, packen ihn gleich mit dem Wagen lieber hoch, den ganzen Bock, und hoffen wir mal, dass es irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall muss ich sagen, mittlere Katastrophe. Was mache ich jetzt mit dem Auto eigentlich? Haben auch viele gefragt jetzt, also auch in den Kommentaren, wo sie gesagt haben, ja, ich habe das ja versaut und das Auto ist ja kaputt und sowas. Das Auto ist ja nicht final kaputt. Das können wir ja wieder reparieren. Die Reparaturen von dem Auto sind wohl ein bisschen Arbeit. Leitungen verlegen und so ist nicht ganz so einfach. Aber ist Traggelenk neu machen ist auch nicht so mega, mega schwer, aber auch nicht mega einfach. Geht. Auf jeden Fall ist das Fahrzeug sonst in ziemlich gutem Zustand. Hat ja auch TÜV alles. Also wir behalten den LT. Wir setzen den LT wieder in Stand und dann bleibt er im Fuhrpark. Ist doch ein gutes Auto. Also hat sich gut bewährt. Ist auch ein Top-Motor. Nur die ganze andere Gurkenscheiße, die vorher daran passiert ist, weißt du, mit diesen komischen Reparaturen da und diesen komischen Spritleitungen, da kann der Motor ja nichts für, dass er kein Diesel kriegt. Aber letztendlich hat der Motor seinen Job ziemlich gut gemacht. Kannst sagen, was du willst. Und der Innenausbau hat sich auch bewährt. Das heißt, er wird unser Langstreckenfahrzeug für den Speedshop, um, ich sag mal, so Geschichten zu machen, wie hier Langstreckentransporte, mein Auto zu holen oder irgendwas. Mich huckt das nicht mit einem Saugdiesel, Alter. Ich fahre auch mit 77 PS einen Anhänger durch die Gegend. Reicht mir. Ne? Und das Auto bleibt halt so erhalten. Das bleibt im Speedshop, weil erstmal, wer kauft sowas? Ne? Wahrscheinlich schon einige, aber jetzt hier ist halt meins. Ist halt mein Gurkencamper. Ich habe nicht ganz die ganze Arbeit hier reingesteckt, damit ich ihn jetzt verkaufe oder was. Quatsch. Oder einen Schrott schmeiße.
Alter, da stecken auch 2.500 drin im Auto. Die musst du natürlich auch erstmal wieder reinholen. Ne? Deswegen, Gurkencamper bleibt und jetzt bringen wir ihn wieder auf die Straße. Solarkram ist echt der Hammer. Ne? Guck mal, die Akkus für die Kamera sind immer schon vorgeladen. Und Batterien? Randvoll. 13,4 Volt. Geil, ne? Ich muss ein bisschen aufräumen. Ich habe die gute Barilla-Soße hier drin. Ich muss hier alles rausräumen, was halt nicht so, ich sag mal, zeitenresistent ist, wenn ich ihn jetzt auch ins Außenlager fahre vielleicht. Ich denke mal, ich lagere ihn erstmal im Außenlager ein, bis ich hier die Zeit habe, richtig zu machen. Denke ich mal. Auch er hier. Wir können den hier nicht faulen lassen. Das geht nicht. Der steht hier Ewigkeiten rum, wird jeden Tag nass. Bald kommt der Winter wieder und ist für den Wagen, einfach an den Monster, ist es locker noch ein halbes Jahr. Deswegen, das soll er auf dem Hof vergammeln. Also bald kommt eine ganz große Fahrzeugumsiedlungsaktion. Muss kommen. Wieso der Letzte? Immer der Letzte. Ich kenne auch sonst. So, Alter, oh, war gar nicht mal so einfach, diese Scheiße abzukriegen. Problem ist immer, das Rad dreht immer mit. Auch wenn das im Boden liegt, muss ich die ganze Kiste gerade immer komplett neu ablegen. Guck mal, Radkasten sieht da aus wie neu, ne? Da kein Rost drin, nix. Ne? Aber ich muss den kompletten Bock gerade eben nochmal einmal ablegen, ohne Rad, also ohne Stützrad hier unten, damit es irgendwie funktioniert, dass ich dieses Scheißding irgendwie gelöst kriege. Fattengetüdel, Alter. Was haben wir ein Rad ab. Das ist auch nicht normal, dass er so schleift. Ach, im Ankerblech hängt er dran. Hat draufgefallen wahrscheinlich. Oh, jo, besser. Der Bremse ist ja nagelneu von dem Auto. Aber hier, der ist ja gebrochen. Seht ihr das? Komplett. Und da war das Problem. Und deswegen sind wir auf dem Boden gelandet mit dem ganzen Ding. Auf dem Boden der Tatsachen. Verschraubt ist das da mit 3 Schrauben. Und hier sind die festgepunktet. Die Dinger sind aber gekontert. Mal schauen. Die müssen ab, die 3. Haben wir das Taggelenk schon mal raus. Und das Problem ist, das Schwerste wird dabei werden, ihn loszukriegen. Weil der ist nämlich richtig mit Gewalt festgetüdelt wahrscheinlich. Der wird richtig spaßig. Guck mal, alles Diesel. Alles Diesel unten dran, Alter. So undicht wie die Gurke wurde am Ende. Junge, Junge. Ja, totale Katastrophe. Aber sonst kann es sein, was er will. Sieht ja aus wie neu von unten. Ne? Der zustandsmäßig ist der LT gar nicht mal scheiße. Nur halt, das Problem ist halt alles andere. Junge, mal gucken. So richtig motiviert bin ich jetzt gerade ja noch nicht tatsächlich. Ne? Aber ich glaube, den kann ich mit einem 24er irgendwie kriegen. Mit einem Schlüssel, den loszukriegen, damit ich den hier rausschlagen kann, nach unten. Und den hier kann ich wahrscheinlich irgendwie losgeschraubt kriegen noch. Das geht aber relativ einfach. Das hängt mit der Pralldämpfer hier ab, der Kollege hier. Problem ist, am Pralldämpfer oder an diesem Anschlagpuffer ist natürlich das Stabi mit festgeschraubt. Seht ihr hier, diese Drehstabscheiße hier. Also auch, wie so ein richtiges Abenteuer. Hoffentlich kriege ich die so rausgetüdelt. Das spare ich mal einiges an Arbeit. Draufgelegt? Ja, naja gut. Aber das Tauschen, der reingesteckt ist der hier. Der reingeschoben wurde der. Das Tauschen ist auch gar nicht mal so mega einfach. Ne? Die Schrauben alles habe ich aber neu zum Glück. Das heißt, wir können doch abflexen, falls sie nicht abgehen. Dreht nicht mit. Das ist schon mal ganz gut. Wenn man von Teufel spricht, dreht doch mit. Junge,
ist fest. Alter Schwede. Boah, sitzt die Bombe. Aber gut, das ist halt LKW, ne? Das ist ein scheiß LKW vor der Achse. Auf die Konstruktion kann man auch wieder einen Orden verteilen, rein theoretisch, die jetzt hier kommt. Die haben nämlich hier das Ding ja vor diese Schraube gesetzt. Das heißt, wenn du jetzt die Schraube ausbauen willst, musst du das Ding vorher ausbauen. Und an dem Ding hängt der Stabi hier dran. Der hängt eigentlich alles dran. Irgendwie, weißt du? Also ich muss hier eine Schraube lösen. Diese will ich lösen, dann will ich die ganz abschrauben. Dann will ich es irgendwie wegklappen. Das ist so meine Idee. Hoffentlich komme ich dann irgendwie da ran. Oh, ich fühle mich so, als wäre ich 80, Alter. Jetzt gerade eben bin ich aufgestanden, weil ich auf Stück weggeflogen ist, dieser hier. Dann ist mir gerade so, bing, weg war. Ich stehe auf und volle Rücken, Alter. Als wäre ich 95 oder so. Oh, Alter. Ist das eine Scheiße. Das lache ich mir eigentlich mal für den Kram an. Oh, furchtbar. Übrigens, währenddessen hat auch schon locker 40 Mal mein Telefon geklingelt. Wegen irgendwelchen Getüdel und sowas. Also, sehr produktiv ist es heute nicht. Das biegt. Das reicht nicht. Eine Gurken-Ebay-Knarre gibt uns einen Geist auf. Das ist übrigens Bordwerkzeug. Ich versuche gerade mit Bordmitteln zu lösen, weil es ja sehr interessant eigentlich. Weil wenn ich jetzt in Italien so liegen geblieben wäre, hätte ich sich auch mit Bordwerkzeugteile machen müssen. Mal gucken. Gut, der müsste jetzt locker sein hier gleich. Dass ich ihn drüben noch losgeschraubt habe. Den kann man den wahrscheinlich wegdrehen. Wenn man den hier wegdrehen kann, dann kann man wahrscheinlich dann auch hier diese ganze Scheiße zerlegen. Und dann irgendwie die Schraube da rausklopfen da unten. Übrigens keinen Hammer mitgenommen. Ich habe ein Bordwerkzeug, keinen Hammer dabei gehabt. Das hätte auch was werden können bei sowas. Junge. Was ein Gefühl, was ein Gefummel. Was ein Gequäle hier. Diese Scheiße hier loszukriegen. Naja gut, da war schon seit 1000 Jahren, wo keiner mehr ran. Aber ist nicht schlimm, ich habe ja Bremsenreiniger. Und ich habe Bremsenreiniger dabei zum Einsprühen. Ein bisschen WD-40 wäre auch geil gewesen oder so. Ah, endlich, Alter, das Leben drin. Ich kann das Ding gar nicht bewegen. Noch ein bisschen weiter anlösen. Dann kann ich es wegklappen. Und dann müsste ich eigentlich an die Schraube rankommen, um das Traggelenk rauszukriegen. Da habe ich noch einen einzigen großen Unbekannten. Das ist er hier. Weil das ist doch die Schraube des Bösen. Weil die ist richtig fett. 30er oder sowas, das ist auch 27er. Und die Schrauben, die lieben es natürlich komplett von mir gelöst zu werden. Das ist von vornherein schon klar. Ja geil, da komme ich ran. Komm mal, wegklappen. Dann geht das. Ass rein. Schön. Oder vielleicht kann ich die oben jetzt herausschrauben. Wird ja vielleicht auch gehen. Erstmal den hier rausklopfen. Dann können wir schon mal das Traggelenk unten rausziehen. Dann haben wir schon mal den ersten großen Schritt gemacht. Jetzt habe ich die Schraube in der anderen Schraube rausgeschlagen. Das Problem ist, jetzt steckt die Schraube fest. Das ist nicht unbedingt das, was ich damit erreichen wollte. Was ein Scheiß. 17er. Die Knarre habe ich auch mitgehabt, zum Glück, weil die ist ein bisschen besser als die andere. Die hakt ziemlich. Also diese Tech-Take-Billig-Knarre, die ich hier habe. Ich habe die ganze Kasse 30 oder 40 Euro gekostet. Den kann ich nicht so empfehlen. Das ist dann okay. Also für so einen mittelschweren Gurkenkram reichen die für unterwegs. Als Hauptnuss so in der Werkstatt würde ich es nicht so empfehlen, tatsächlich. So, das kommt wieder raus, Alter. Das kommt aber wieder raus. Bevor du mich endgültig verarschst, Alter. Alter, Max, der Meister der Selbstverstümmelung. Da kaputt. Hier kaputt. Da kaputt. Einfach nur, weil ich das Ding da irgendwie rausziehen muss. Oh Mann, ey. Das ist es, die Rache der Gurke. Ich sag euch das. Die Gurke sagt auch nur, selber schuld, warum du mit mir gefahren bist. So, mit meiner speziellen Achsen-Einfederungsmaschine kann ich es endlich mal schaffen, das Traggelenk jetzt auszubauen. Das ist schon wieder reingerutscht. Aber egal, ich habe keinen Hammer. Meine Challenge ist es, ohne Hammer hinzukriegen. Das blöde Scheißding, da ist es doch. Junge. Das Problem ist, muss der noch raus. Der ist böse. Das ist das Böse in Person. Aber da brauche ich ein anderes Werkzeug für. Ich glaube, ein 27er und 30er ist das, glaube ich. Egal. Ich kann mal von oben fragen, ob man das schweißen kann. Dann können wir es wieder einbauen. Gordon, kannst du mir das hier schweißen? Ach komm, das geht doch noch. Ja klar. Guck, wie sauber abgeschert der ist. Krass, ne? Dass das einfach so abbricht,
krass, ja. Das ist ja nicht durchgerostet oder so. Nein, nein, nein. Das war so ein Schlag, ein Bordstein. Weißt du, wenn du hier so guckst, siehst du auch, dass hier wahrscheinlich, wenn du so guckst, der war vielleicht ein Feuer so gewesen und dann kam der da. Abgeschert. Ja. So, als wenn ja, genau. Er hier schon einen hatte bis hierhin. Genau, der hat einen gekriegt und dann war es vorbei. Ja, das sind solche Sachen, die siehst du halt nicht, ne? Solche Sachen, ja, da kann auch. Da können die Leute schreiben, was sie wollen. Ja, aber das kann keiner. Da kann keiner. Der Welt sehen. Guck mal, auch das hier. Wenn schon vorher so gewesen ist, ist die Frage, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt hier guckst, siehst du ja, guck mal, wenn du jetzt hier reinguckst, du hast ja diese ganzen Abdeckungen daran nicht dran. Guck mal, wie dick der eigentlich ist, der da abgeschert ist. Krass, ne? Der sieht aber noch dicker aus. Ja, das ist ja nur das obere Teil. Aber der ist ja genau oben abgeschert. Der hat hier noch so eine Rolle, damit das hält. Ja, genau. Da, weißt du? Und das hat gestorben. Guck, der ist hier auch dicker denn. Ja, klar. Aber krass, oder? Echt krass. Das gehört nicht darauf. Jetzt muss ich meine Regel brechen. Jetzt muss ich ein bisschen anderes Werkzeug nehmen als Bordwerkzeug. Weil das habe ich nicht. Das hätte ich auch nicht gehabt, wenn ich kaufen müssen unterwegs. Ich muss nur gucken, dass er dich irgendwie mitlenkt. Das wird nachher nicht was werden jetzt. Kein Neuteil mitgenommen. Auch sehr dämlich eigentlich, ne? Aber egal. Gucken, hoffentlich passt das überhaupt hier. 27. Wert ist 30. Es ist immer 30. Bin auch verblöd, ne? Das hat mir eine Knarre genommen. Wieder mit Knarre habe ich mir gedacht. Dann ist die Bremsleitung und der war weg. Zieh ich das gerade wieder fest. Oh. Und Leber tue ich auch noch hier. Ah, sieht gut aus. Scheiße. Richtig nervig. Aber egal, ich krieg das ewig schon hin. Das ist ein bisschen fummelig, aber die Arbeit ist machbar. 30er Maul, Mangelware in der Gurkenhalle. Hey, da ist ja einer. Mangelware, sagt er. Er hat einfach einen in der Hand. Ja, geil. Das sieht das erstaunlich geil ab. Also das finde ich echt gut. Und das Problem wird gleich, das Ding rauszuschlagen. Weil wir Pech haben, müssen wir es heiß machen. Wir hoffen, das kommt gleich so da rausgeflogen, dass wir einfach neue einbauen. Dann nie mehr wieder darüber reden müssen. Dann ist die ganze Scheiße neu und dann ist es alles wunderbar. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Im Leben ist es doch eigentlich nie so. Was soll ich jetzt erzählen? Das ist mein Hammer. Vielleicht sagt der Hammer jetzt ja auch, fällt so raus und fertig. Ach, muss doch zur Scheiße ran, ne? Oh, wunderbar. Wunderschön. Oh. Ah, ein bisschen Rostlöser da rein, da oben in die Löcher rein. Ich muss ihn jetzt hier unten rausschlagen. Und so mega fett dürfte da eigentlich gar nicht festsitzen. Eigentlich. Dürfte eigentlich. Thema haben wir schon mal gehabt. Dann würde ich sagen, wir verdrängen das einfach jetzt mal und bauen einfach das neue Teil ein. Das macht da viel mehr Spaß. Und mal schauen, ne, ob das ohne Brenner klappt. Das wäre echt schön. Weil das wird die Hölle, das Ding da rauszuschlagen irgendwie. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Mein Spurstammkopf abziehe, schaff sowas Großes nicht. Das ist zu fett. Keine Chance. Du kriegst hier nicht rausgeschlagen. Ich würde sagen, eine Kombination aus hier heiß machen und hier Rostlöser und dann schon in die Ecke da rein. Dann hoffen, das klappt. Das ist immer so ein bisschen an meiner Lehrzeit, weißt du, wo ich mal Bagger neu gebuchst habe. Alter, das war die Hölle damals. Hier mal schön hier alles in Pfütze da reinmachen und dann mit einem Brenner heiß machen. Aber nicht das Ding selber, das macht keinen Sinn, sondern das umrum muss heiß werden, damit sich es ausdehnt und das Loch eventuell ein bisschen größer wird. Das ist der Sinn da drin. Schon eine Katastrophe. Automatik geschaltet die ganze Nummer. Jetzt kann der erstmal eine Viertelstunde vor sich hinrödeln. Mal gucken, was dann passiert. Aus dem Glühen bricht ich hier mit dem kleinen Brenner, glaube ich nicht. 10 Minuten später, ich habe mir jetzt gerade noch was zu trinken geholt, habe das währenddessen so brennen lassen. Keine Sorge, Wolli ist hier gewesen, hat aufgepasst.
Also nicht ganz so dramatisch. Aber mal probieren, was meinst. Ich habe einen größeren Hammer geholt. Voll mit Manschettenfett von dem Ascona. Das Ding hat sich echt, es ist eins geworden mit dem LT. Es hat sich einfach so einen einzigen Dingsbums, einen einzigen beschissenen, bösen Kack-Dingsbums entwickelt. Ja, wir sind alle schon hier. Wolli ist da, Gordon guckt schon und sagt Scheiße. Kann doch nicht wahr sein, was ist das für eine Kacke? Für den Arsch. Einfach für den Arsch. Die Baustelle will und will nicht. Jetzt ist die nächste Ding, ich baue das ganze Bein hier aus, alles was geht. Und jetzt wird zur Werkbank und ich baue mir das schön ein da und dann kann ich vielleicht da irgendwie aufmeißeln. Das andere fällt mir nicht mal ein. Das muss raus. Ich will darüber nicht reden. Da ist so viel Musik drauf. Da kriegst du Angst. Ja. Kriegst du echt Angst. Komm. Spring einfach ab. Tu uns das nicht an. Hier läuft mit der Kante dagegen. Davon, da sehe ich gerade. Der drückt gar nicht unten, glaube ich. Drückt einfach nur da. Das hilft ja auch nicht viel. So, wenn der Scheiß jetzt schon auf mein Handtuch, auf mein Urlaubshandtuch läuft, weil ich hier nicht abdichten kann. Furchtbar. Boah, wie ist dieses Ding hier? Ab. Damit wir den Federbein mit zur Werkbank nehmen können. Natürlich haben wir den Krieg noch nicht gewonnen, nur weil es bei der Werkbank liegt. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Alter, ist das heiß. Du kannst aber auch nicht anfassen. Ich lass einfach runterplumpsen. Einfach nochmal viel zu heiß. Zack, abgeladen. Jo. Junge, Junge. Abenteuer Vorderachse. Quatsch. Wesen ist das Ding hier noch in Ordnung. aber das Problem ist, wir müssen jetzt den nach da rausschlagen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Das verstehe ich sowieso nicht. Bin voll unverständlich. Einspannen ist das schon mal. Wir kriegen nämlich nicht mal den Bremssattel eingespannt. So kann man ihn schlagen, ja. So kann man ihn misshandeln. Hätte ich gefunkt. Na gut, ich bin ja auch explosiv. Also das ist genau da, wo ich auf war, im eingebauten Zustand tatsächlich. Das bringt uns gar nichts an. Nee, das bringt uns nichts. Das bringt uns. Das ist nur Geklopfe. Klopfe und Funken, das machen wir damit nicht. Aber immerhin. Immer ein paar Funken. Ich meine, Alter, sie mit ihrem Käfer hier doch. Hannas Käfer, ja. Mach mal. Der arme Käfer. Und am Auto liegt er jetzt. Der lebt wenigstens noch. Ja, ja, ich wollte ihn ja nicht umbringen. Der arme. Ich wollte ihn nur ein bisschen auf den Kopf rumdrehen. Wir müssen ihn irgendwie einspannen, dass das hier nach oben ist, damit wir es gleichmäßig warm machen können mit dem Brenner. Dass das hier nach oben ist. Dass das hier nach oben zeigt, das Teil, das wäre der Hammer. So. Vielleicht mit dem Radlagerdeckel einspannen oder sowas. Oh, das hält der ja nicht. Ja. Oh. Ja, das war warm, war heiß, ja, ich bin da auch immer so. War nicht so. Also den habe ich gut aufgeheizt auf jeden Fall, den Kollegen. Besser schnell loslassen, als nachher zu lange angefasst haben. Echt. Aber wir kriegen den ja so nicht umgedreht. Oder nicht fest, umgedreht schon, aber nicht festgespannt. Wie willst du das machen? Ja, erstmal am Deckel verspannen hier oben, das geht's ja nicht. So weit wie es geht nach oben, hier oben an der Kante ist man dann irgendwo, dass wir dann erstmal das Ding gleichmäßig heiß machen können. Und dann mal gucken, dann müsste ja fast von selber rausgehen. Ich überlege sogar, ob wir vielleicht das kleiner machen, dann hier die Ecken abschneiden und dann vielleicht mit einem Abzieher dabei gehen. Mit dem hier Spurstromkopfabzieher. Und dann so ein bisschen Spannung drauf machen und dann immer heiß machen und außen drauf klopfen. Vielleicht kommt er dann. Also wie ich mir vorstellen kann, wie der kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kommen soll. Im Moment bin ich doof eingebaut. Das Geile ist jetzt aber, die Bremse ist genau wie beim Golf 3. Identisch, nur riesengroß. Finde ich voll lustig. Es hätten ja einfach Golf 3 genommen, das Ding einfach so riesengroß gemacht und fertig. Vielleicht sollten wir den schon mal wegbauen, den Bremssattel. Aber hängt ja auch alles. Ah, Bremssattel bringt auch nicht so viel, ne? Also das ist jetzt so vom Wegbauen her. Da kann man immer noch nicht richtig einspannen.
So, wie kriegen wir das Scheißding jetzt da raus? Was ist das denn hier? Weiß ich, ein Loch. Ich glaube, hier kann man auch einen Schmiernippel drin haben. Den. Hä? Ja, das Loch ist aber nicht durchgehend, oder? Nee. Das geht auch nicht durch. Pokeln haben wir immer zum Reinpokeln? Ja. Sicher nicht? Nee. Oh, schade. Kann man da nicht ein Loch reinbohren? Aber es bringt auch nicht viel, wenn wir ein Loch reinbohren würden, ne? Weiß ich nicht. Und mein Gedanke ist jetzt, falsche Schraube. Und zur Seite, Alter. Mein Gedanke ist jetzt tatsächlich, das jetzt von hier aus heiß zu machen, ne? Und die vielleicht vorher nach so kürzen, dass gerade so der Spurschaltkopfabzieher drauf passt. Von da aus dann drückt. Ich hole mal den Abzieher, ich guck mal, ob das ja, irgendwie machbar ist. Und dann haben wir so eine Spannung drauf, weißt du? Und wenn die Spannung drauf ist, machen wir mal heißer und klopfen außen langsam drauf. Und dann wird es irgendwann Peng machen und das Ding fliegt ab. Hoffentlich. Das haben wir nämlich gerade eben bei der hier Lenkstange auch gehabt. Das war auch eine totale Katastrophe. Ja, ist natürlich, ne? Wie gesagt, wir tauschen mal eben schnell aus. Ne? Das hat eine riesengroße Baustelle. Und da ist die ganze Werkstatt schon wieder involviert in der ganzen Geschichte. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Der Ascona hat jetzt hier, wird noch ein gelüftet. Dann müsste der Ascona eigentlich auch wieder fertig sein. Dann kommt der alte Tage zum TÜV. Dann ist der wenigstens projektmäßig abgetakelt. Mal gucken. Scheiße, wo ist der Abzieher? Den brauchen wir auf jeden Fall. Der ist hier. Brauchen wir noch irgendwas? Den Brenner brauche ich noch. Und ein Feuerzeug. Müsste auch hier sein. Hier ist das Feuerzeug. Werbegeschenk von meiner Versicherung hier in Friedeburg. Das gucken wir mal. Dann sieht man. Das sind diese Dinger. Ich habe genau gewusst, wie ich dieses Video angefangen habe. Das wird nicht mal eben sein. Obwohl es eigentlich noch mal eben aussieht. Aber es ist immer so. Alter, hier. Ich stand hier. Das hätte ich mal filmen sollen. Gordon, hau da wie Hulk drauf rum und plötzlich macht das Ding einen Satz. Und fliegt er gegen die Werkbank. Ich glaube, die ist so drin. Da ist er ja. Hier. Du bist so ehrlich. Guck dir das mal an. Der hat sich einfach soll ich jetzt noch was sagen? Erzähl. Caramba. Ich glaube auch. Caramba hat's gemacht. Alter, ne? Das ist das Beste, was es gibt. Der alles andere, WD-40, das ist Schrott. Ich habe nur das erste gegriffen, was ich hatte. Aber geil, dann kann der ja wieder dran gleich. Ja. Nachteil müssen den LT noch entlüften. Der hat auch Luft im System. Wollen wir vorher noch dem erstmal entlüften hier? Dann wärst du mal fertig. So, Ascona ist entlüftet. Ich sehe aus wie Sau, weil ich gerade voll die Brösslichkeit in die Fresse gekriegt habe und nicht aufgepasst. Auf jeden Fall ist der jetzt hier, ja, der ist so gut wie fertig. Er hat nur noch ein einziges kleines Problem. Das ist nicht groß. Der läuft noch nicht. Das ist ein großes Problem. Findest du? Okay. Das wissen wir da noch gar nicht. Ist auch gar nicht gut. Wir tendieren momentan noch auf ist so wenig Sprit drauf. Also Sprit holen. Ich gehe jetzt Sprit holen. Ist ja auch die Saugbremslichkeit voll gekleckert. Und danach. Alter, was ist denn los mit mir? Hier? Aber Gordon voll am Ende. Aber Gordon, also der muss man den lassen, ne? Also dein Schlag war gut, ne? Die brauchst du nicht so weit wegstellen, die brauchen wir für den LT auch noch. Die ist so schnell, leer. Muss ja. Ich meine, so kann man ja auch kloppen. Ja, yeah, kommt man vorher nicht. Keine Chance, du kannst du ausholen. Du kannst dann nicht mehr ausholen, eben. Ja, aber ist schön. Ja, die ist ein bisschen Bremsflüssigkeit. Jedes Mal, Alter, wenn wir Bremsen machen, mache ich jedes Mal die kleine Knarre sauber. Aber dafür ist sie ja da. Dafür nehmen wir mit den Gummibezug. Nein, die ist dazu da. Weil die schön schmierig wird. Da kann man auch so eine nehmen. Ohne, guck mal, so eine von den Schrottdingern. Oder weißt du, was am besten dafür wäre? Guck mal hier, was wir hinmachen. Guck mal. Nee, das ist. Das wäre am besten. Das spritzt ja nicht so, das ist besser. Moin! Genau. So, Fiete ist auch wieder unterwegs. Ich habe mich gerade mal rausgeschickt. Hat einen Mieter aus dem Ort hier, der seine Frau überraschen möchte. Eigentlich ganz lieb gemacht. So, mal gucken. Das Lustige ist ja, ist der Chef einmal nicht da? Weißt du? Besser. Ist der Chef einmal nicht da, dann klauen die Angestellten in die Arbeit. Das sieht ziemlich gut aus, Justin. Echt jetzt? Ja, hundertprozentig. Ja, genau so muss man. Das sage ich euch in den Text. Das ist ja einfach. Ich sag ja früher, Busputzen in Akkord, da habe ich auch gelernt, wie das funktioniert. So, ich bin mal kurz vorne. Und was sagst du, Gordon? Alles scheiße? Ja, wir suchen was. Suchst du denn? Ja, eine Schraube fehlt. Wo ist die Immo-Schraube in Zweifel? Die müsste dabei liegen. Nee, weißt du, wo die ist? Nee. In der Bremsleitung. Ach so. Damit er nicht tropft. Habe ich da reingedreht. Die passt da aus irgendwelchen Gründen auch immer. Weißt du doch, Wolli, warst du dabei gewesen, als ich reingedreht habe? Hast du doch gesehen? Ja, ein, zwei Mal. Abenteuer, auf jeden Fall. Abenteuer Rotkohl. Aber warte, wenn ihr das Ding da einbaut, dann fahre ich eben und hol Sprit. Hol ich eben Sprit? Nein,
Was soll ich eben einbauen? Das haben wir nicht gewettet. Was soll ich eben... Nein, nee, mach das schon. Machen wir. Hängt ihr das beide hin? Ja. Denkt dran, der hängt meinen Arsch dran. Mach's nicht kaputt. Und mein Arsch nicht kaputt. Gut, dann fahre ich jetzt mal eben los, hol Sprit, weil heute wollen wir den Ascona wiederbeleben, weil bisher läuft er nicht, lief noch nicht auf eigenen Tank bisher. Liegt bisher eigentlich immer auf den hier Kanister, den wir da reingelegt haben, der hier. Aber auf den eingebauten Tank lief er noch gar nicht tatsächlich. Hab die Kamera, siehst du? Da. So gefunden. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Brauchen wir einen größeren Kanister. Ah nee, der reicht. Wollen wir nicht übertreiben mit dem Sprit, der ist teuer. Die arme Sau. So langsam wird der echt Ablageort, der Gurkentrecker. So, das erste Mal wieder abgefahren. Nach 2 Wochen. Mal schauen, wie er ranspringt. Okay, jetzt ein bisschen den Teppichding hier sortieren. Der Kühlstrecke immer mit Ape, ganz wichtig. Und wieder zurück mit leeren Kanister. Mir ist gerade so eingefallen, bevor ich den Hof verlassen habe. Ich habe kein Kennzeichen dran. So, Freunde, jetzt geht's hier weiter. Jetzt nehme ich doch den Quonweg mit, weil sonst kann man die Kennzeichen umzutüdeln. Da bin ich so faul für. Ja, was soll ich erzählen? Guck mal, die neue Frontscheibe, wie die schön spiegelt im Scheiß halt. Spiegelt halt. Aha. Bisschen durcheinander das Video, ne? Aber gut, will's machen. Das ist halt mein Alltag. Guck mal, diesen hier, ne? Ich freue mich richtig drauf, dass der, wenn der TÜV hat und fertig ist. Eigentlich voll die geile Kiste, Renault R5. Das ist ein Projekt, das ist ein Herzensprojekt von mir tatsächlich. Da muss jetzt eigentlich alles laufen. Also jetzt müssen wir gucken, wir sind 10 Minuten später wieder hier. Der Achsschenkel muss jetzt halb drin sein vom LT. Wenn nicht, dann mache ich das gleich ein bisschen. Und dann hier Ascona wiederbeleben. Das wäre der Hammer, wenn der nachläuft, Alter. Wenn der nachläuft und Temperatur hält und fährt und sowas, ey, dann kann die Kiste tatsächlich mittwochs zum TÜV. Das wäre der Oberhammer. Wäre doch wunderschön, so eine Karre wieder auf Straße zu haben. Wäre echt wunderschön, weil der hat echt lange gestanden. Hat auch echt verdient, ne? Aber der war ziemlich hart verrostet ursprünglich. Jetzt zum Glück nicht mehr. Gefühlt in 3000 Jahren sitzt das Ding jetzt endlich wieder drin. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch, hier ist entlüften wir ja mal komplett neu. Und dann müsste der eigentlich auch wieder bremsen. Und dann kann man damit wieder fahren, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Wäre ja nicht schlecht, ne? So vom Gedanken her. Dümmel zu fahren und so. War eine schwere Geburt, Alter. Wirklich. Aber jetzt ist er wieder auf seinen Rädern. Er steht wieder. Er ist wieder einsatzbereit. Bereit für neue Schandtaten. Freunde, was meint ihr? Hier ist ein Beta-Schlüssel. Alpha, Beta, Gamma. Fahrrad. Läuft die Gurke jetzt wieder? Ich denke, es ist noch aufräumen hier. Noch viel schlimmer. Aufräumen ist das Furchtbarste, was du machen kannst. Probefahrt! Also auf jeden Fall, er knatscht nicht mehr über Lenken, habe ich vorhin schon gemerkt. Alter, ein ganz anderes Auto. Der, wisst ihr, wie leicht der jetzt lenkt? Ein ganz, ganz anderes Auto. Ich schwöre euch das. Alter, das war vorher nicht möglich, hier mit einer Hand im Kreis zu fahren. Alter, Gordon! Ein ganz anderes Auto. Die Lenkung ist so schön leicht geworden. Erzähl. Das ist ja die ganze Zeit schon so. Dass der immer schon scheiße war. Das ist Knatschen. Ja. Das die Bewegung drin war von dem angerissen sein. Kann sein. Hat er die Teil mit angefangen mit Knatschen. Hundertprozentig. Ja, 100%. Ich glaube auch, der ist voll in den Arsch. Aber daran siehst du, ein Traggelenk. Hast du wirklich Glück gehabt? Echt, ja? Das ist schon länger gewesen. Ja. Seitdem das so geknatscht hat. Kann sein. Aber wie willst du das sehen, ne? Kannst du nicht sehen. Alter, hätte ich dann vorher gewusst, ich wäre so lebendig losgefahren. Ja, das ist wirklich. Und die halten Traggelenk. Also das wundert mich jetzt aber schon. Warum das denn? Warum das denn? Alter, der lenkt aber echt schön. Also anders, das dritte Auto. Ganz anders. Geht auch zurück von alleine und so.
Ja, ja, genau. Verrückt. Total verrückt. Also hat er sein Traggelenk immer schon einen weg gehabt bei dem Auto, das rechte. Und das war das Problem. Aber wie gesagt, das kannst du, wie willst du sowas sehen? Das kannst du nicht. Wenn du sowas sehen möchtest, dann müsstest du das schon mit so einem komischen Gerät dabei gehen, so ein Schallgerät oder so, was weiß ich was. So ein Mikroskop. Kannst du ja gar nicht sehen. Verrückt. Aber gut, aber so ist das Leben, ne? So nicht anders. Aber der Gurkenkämmer läuft jetzt wieder. Oh, gar nicht mal schlecht. Guck mal, ob der noch wieder gerade geht, wenn ich mal Kurve fahre. Bin gespannt. Tatsächlich. Das Lenkungsspiel ist nicht mehr so mega dramatisch. Vom Gefühl her jetzt. Hey, guck mal. Ganz anders. Alter, das macht ja richtig Spaß zu fahren. Ich hätte mal vorher gewusst. Ich habe immer gedacht, das sind diese Aufnahmen, wo die Lenkung drin sitzt. Solche Dinger, dass die so ein bisschen sich festgelaufen haben. Und dann halt wie beim Trabi ist es meistens so, wenn du sowas hast, dann fährst du mit diesen Vorderachsen von den Dingern, dann fährst du mit den Dingern so ein bisschen durch die Gegend und dann hier laufen sie sich wieder ein, weil die Kiste ja 1000 Jahre gestanden hat, diese hier. Aber daran seht ihr, da war dieses eine Traggelenk. Das Traggelenk, das hat sozusagen sein Leben verlebt. Verrückt. Echt verrückt. Ah, naja, gut. Ding ist von 1982. Der darf seine Wehwehchen haben. Und der hat ja uns nicht in den Stich gelassen. Der war ja immer noch treu bis zum Ende. Und wir haben uns im Laufen gebracht. Also, Großen und Ganzen, Endfazit vom Roadtrip, lief eigentlich ganz gut. Haben wir Schwein gehabt. Natürlich stecken wir noch ein bisschen Geld in die Karre rein, dass die besser läuft und zuverlässiger ist. Aber seht ihr, ich fahre wieder in die Gegend. Geht ja alles wieder. Na, ja, wieder alles geil. Na Freunde, was ist das Fazit zu der Geschichte? Alles scheiße. Aber jetzt nicht mehr. Also LT läuft wieder, knatscht nicht mehr. Also ich habe mir irgendwo dieses Ding eingefangen. Ich weiß es nicht, ne? Ich kann es echt nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich es mir gescheiße gehabt. Da würde ich mal sagen, das war erstmal, ich glaube, für LT genug. LT-Content kommt aber noch, aber jetzt nicht direkt. Weil den LT will ich wohl erstmal ins Außenlager bringen. Dass er da erstmal einen Monat oder so rumsteht, bis wir wieder ein bisschen hier Zeit für sowas haben. Weil aktuell muss ich ein bisschen die Projekte fertig kriegen, die hier rumstehen, die mir auf den Sack gehen. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich ein trauriges Panda-Bärchen. Gut, würde ich mal sagen, das reicht. In diesem Sinne, haut rein. Abo, Like, ihr kennt die Scheiße. Und ein Glück, funktioniert es wieder, Mann. Ein Glück. Hätte richtig gekotzt, wenn ich das hätte abgeben müssen nach Jens oder so, zum Klopfen oder irgendwas in der Art. Dann wäre das Ding nach 20 Jahren da am Stehen. Wäre gar nicht mein Stil. Munter! Dum 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 d